Über die Reise von Friedrich Merz und dem Bundeskanzler sprechen wir gleich nochmal. Aber bleiben wir gerne noch beim Thema Ölembargo, dem roten Faden unserer Sendung, zusammen mit Frank Umbach, Politikwissenschaftler am CASIS, einem Forschungszentrum der Universität Bonn. Frank Umbach, Experte für Sicherheitspolitik und Energiepolitik. Hallo, Herr Umbach. Ja, guten Morgen, Herr Bauer. Herr Umbach, wie viel kostet uns die Idee des Ölembargos gegen Russland? Das ist in der Tat im Moment schwer zu beziffern. Wir haben gerade das Interview gehört, wo bis zu 100 Milliarden in den Raum gestellt werden. Das sehe ich nicht ganz so. Das hängt unter anderem auch ganz wesentlich davon ab, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Und da sehen wir, dass im Moment die Weltwirtschaft nicht nur aufgrund des Ukraine-Krieges, sondern beispielsweise auch aufgrund der Corona-Situation in China sich deutlich abgeschwächt hat. Das heißt, die globale Nachfrage nach Erdöl nimmt ab. Auch die Internationale Energieagentur hat bereits mehrmals in den letzten Wochen und Monaten ihre Prognose dieser globalen Nachfrage nach unten korrigiert. Das heißt, die wird nicht so groß sein, wie man vielleicht vor ein paar Monaten noch erwartet hat. Und das wiederum wirkt dann durchaus auch preisdämpfend, auch wenn die OPEC sicherlich kein Interesse daran hat, zusätzliches Öl auf den Weltmarkt zu bringen und versucht, die Preise eben hochzuhalten. Aber diese globalen Effekte, da sehen wir im Moment eben sehr gegenläufige Tendenzen. Und einige dieser Tendenzen sind durchaus auch preisdämpfend und gehen nicht alle in die Richtung, dass die Ölpreise jetzt exorbitant explodieren werden. Also zwei Dinge nehme ich mit, Herr Umbach. Erstens, Sie gehen davon aus, dass das die deutsche Wirtschaft, den deutschen Staat und das deutsche Bruttoinlandsprodukt deutlich weniger als 100 Milliarden kosten wird. Und andererseits gehen Sie auch nicht davon aus, dass wir bald Benzin- oder Dieselpreise von 2,50 Euro oder sogar noch mehr sehen werden. Also wenn wir das sehen werden, dann glaube ich, werden wir das nur sehr kurzfristig sehen. Es gibt immer diese sogenannten Spekulationsgewinne, von denen ja Herr Habeck auch gesprochen hat. Aber diese Spekulationsgewinne, die verschwinden dann auch meistens wieder relativ schnell. Und der Preis spiegelt dann tatsächlich die realen Marktpreise wiederum aus. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass wir jetzt dauerhaft einen so hohen Preis haben werden. Hinzu kommt ja, dass die Sanktionen ja erst in 6 Monaten umgesetzt werden, was den Rohölbezug betrifft und was die raffinerierten Produkte betrifft, wie etwa Diesel, Kerosin und andere. Die sollen ja erst in 8 Monaten entsprechend der Import so eingestellt werden. Das heißt, wir haben hier immer noch auch einen ganz erheblichen Vorlauf, den wir natürlich zeitlich nutzen müssen, so wie Herr Habeck das bereits angedeutet hat oder er hat die letzten Wochen verhandelt, beispielsweise mit den Polen, um beispielsweise zusätzliches Öl über Danzig in Polen zu bekommen von diesem Weltmarkt, was dann über eine Stichleitung weitergeleitet wird in diese Druzhba-Pipeline, die statt dann russisches Öl von diesem Weltmarkt dann nach Schwedt transportieren soll. Herr Umbach, reicht das denn dann aus? Oder woher soll sonst noch Öl kommen? Die USA können vielleicht ein bisschen mehr liefern, aber wenn die OPEC, also vor allem die arabischen Staaten oder OPEC Plus zusammen mit Russland, eben nicht mehr liefern wollen, beziehungsweise den Ölhahn nicht weiter aufdrehen, woher kommt dann noch mehr Öl? Oder sagen Sie, wir brauchen gar nicht viel mehr? Ja, wir brauchen schon alternativ, statt russisches Öl brauchen wir natürlich schon Öl. Aber wir sehen ja auch, Herr Habeck hat das ja auch schon mehrmals jetzt in den Interviews gesagt, der deutsche Erdölbezug aus Russland ist ja bereits von 35% auf 12% heruntergegangen. Und dieses Öl ist sozusagen von diesem Weltmarkt ersetzt worden. Wir haben also zusätzliches Öl aus den USA bekommen, aus dem Mittleren Osten bekommen und auch Afrika. Diesel beispielsweise haben wir verstärkt zuletzt auch aus Indien bekommen, aber auch aus dem Mittleren Osten. Das heißt, wir sehen im Moment eine Situation, wo beispielsweise auch die Ölspeicher in der EU wieder stärker aufgefüllt werden. Und wir sehen bereits, dass vermehrt Erdöl aus anderen Ländern und Erdteilen nach Europa kommt. Und das zeigt ja bereits, dass diese alternativen Bezugsquellen
bereits sozusagen angezapft werden. Es ist also nichts etwas, was erst ein paar Monaten passiert, sondern das passiert jetzt. Und auch durch die Aufspeicherung der Ölspeicher beispielsweise werden wir natürlich in einer viel besseren Situation sein, falls beispielsweise Herr Putin von seiner Seite beschließt, kein Öl mehr zu liefern. Und wird das Ganze denn dann überhaupt so jetzt kommen, dieser Vorschlag der Europäischen Union? Weil wir hören ja aus anderen Staaten Europas wie Ungarn, Tschechien, auch Bulgarien, die da gar nicht so mit einverstanden sind. Und es muss ja einstimmig verabschiedet werden. Das ist richtig. Allerdings ist eben ja für Ungarn und die Slowakei Ausnahmeregelungen vorgesehen, die bis Ende 2023 laufen sollen. Und das ist ungeachtet der ansonsten politischen Auseinandersetzungen, die es ja zwischen der EU und Ungarn gibt, wegen Rechtsstaatlichkeitsverhältnissen. Diese Situation ist ja objektiv auch nachvollziehbar. Beide Länder, Ungarn und Slowakei, sind ja keine Küstenstaaten. Die haben keine Häfen, über die sie alternativ Öl beziehen können, sondern hängen in erster Linie an dieser Druzhba-Pipeline. Und dafür muss natürlich eine Alternative gefunden werden, notfalls auch eine Ölpipeline beispielsweise nach Kroatien oder so gebaut werden. Das wird etwas länger natürlich Zeit dauern, aber das muss auch in Angriff genommen werden. Und das ist sicherlich etwas ein bisschen im Moment auch in der Verhandlungssache. Da geht es natürlich nicht zuletzt um Geld und Unterstützung. Frank Gumbach, Politikwissenschaftler am CASIS, dem Forschungszentrum der Universität Bonn. Vielen Dank Ihnen, Herr Gumbach. Bitteschön.